Lange nicht Tor geschossen, aber für mich sehr wichtig. Ein gutes Spiel gehabt und ich hoffe, dass es so weiter. Für uns einer weniger ist sehr, sehr kompliziert, aber für heute ist gereicht und ich hoffe, dass es so weiter. Ja, wir haben ab Minute 18, wie du schon gerade erwähnt hast, einmal weniger gespielt. Haben dann aber glücklicherweise, überraschenderweise auch wirklich guten Fußball danach gespielt. Wir haben gut gekämpft, wir haben daran angeknüpft, wo wir bei Schwerin aufgehört haben. Ich habe ja schon davor auch gesagt gehabt, wir haben in Schwerin wirklich den Abschiedskampf angenommen und sind bereit, wirklich in jedem Spiel zu kämpfen. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt Einheit auftreten, dass wir kompakt bleiben, dass die Abstände untereinander so gering wie möglich gehalten werden. Ich denke, dass wir es heute ganz gut gemacht haben. Wir haben einfach Charakter gezeigt, das war ganz wichtig gewesen. Und ich denke, das war dann da deutlich der erfolgreiche Start sozusagen in diesem Kellerduell. Mir fehlen die Worte. Also die Enttäuschung ist sehr groß. Haben uns hier vorgenommen. Gehen auch einzeln in Führung, spielen dann glaube ich 80 Minuten fast in Überzahl. Und da fragt man sich langsam, was in einigen Köpfen bei der Mannschaft vorgeht. Charlottenburg 06, sie hat gekämpft, gefightet, gewühlt. Die haben gesagt, entweder wir reißen hier was oder wir gehen hier runter und sie wurden letzten Endes mit durch ihren Willen, durch ihren Siegeswillen einfach belohnt. Und wir waren einfach nur, auf Deutsch gesagt, Fahnenstange auf dem Platz.